Hallo ihr Lieben, in meinem Video von Donnerstag hatte ich es glaube ich schon erwähnt, dass es noch ein Unpacking geben wird und dieses Unpacking gibt es heute schon, tata! Die Bücher sind heute angekommen und ich wollte sie gleich auspacken und euch möchte ich dann natürlich auch so schnell wie möglich das Unpacking ja zeigen, obwohl schon noch ein bisschen Zeit da dazwischen liegt von ungefähr einer Woche, bevor ihr jetzt dieses Unpacking seht, aber das ist ja alles völlig egal. Wir machen heute dieses Unpacking und ich würde sagen, wir gucken mal rein, was für Bücher gekommen sind und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Vielleicht noch als kleine Anmerkung vorweg, ich weiß, dass das jetzt hier vom Licht und allem nicht optimal ist, aber es ist abends und es wird gerade dunkel draußen und ich hatte jetzt keine Lust, noch die Softbox aufzubauen und ich konnte meinen Freund jetzt auch nicht aus der Stube schmeißen, deswegen ist das hier mit den Lichtverhältnissen in unserem Büro nicht ganz so prall, aber damit werden wir jetzt einfach mal leben müssen. Es geht jetzt nicht anders, aber es ist ja nur ein Unpacking und ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn das Licht halt hier mal kacke ist. Leben wir jetzt einfach damit. Ja, also ich habe diese zwei Pakete hier. Das untere ist meine Rebuy-Bestellung. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Bücher aussehen. Und dann habe ich noch dieses Paket hier gekriegt. Ich habe eine Vermutung, was da für ein Buch drin ist. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, ob sich meine Vermutung bestätigt. Und gucken mal rein, was in diesem dünnen Paket drin ist. Immer dieses Aufreißen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wenn das Buch da drin ist, was ich vermute, dass da drin ist. Nein, das ist es nicht. Was ist denn hier drin? Doch, es ist Cat und Cole. Gucke, ist doch kein Hardcover. Das ist eine broschierte Ausgabe. Und es hat mein Handy geklingelt. Ich habe vergessen, es auf lautlos zu machen. Oh, Annika fragt, was ich für Bücher bestellt habe. Hallo Annika, ich werde dir gleich antworten, aber jetzt drehe ich auch schnell. Ja. Gut, es ist dann doch kein Hardcover. Wie bin ich denn drauf gekommen, dass Cat und Cole ein Hardcover ist? Völlig egal. Aber es ist Cat und Cole und es ist jetzt da und ich kann dann mit Niki anfangen, es zu lesen. Da muss ich dann auch gleich mal schreiben, ob sie es auch bekommen hat. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf Cat und Cole. Und bei Cat und Cole geht es um... Ich lese euch am besten mal vor, worum es geht. Krankheiten, Schönheitsmakel, körperliche Einschränkungen von der Erde gelöscht. Mensch und Technik sind verschmolzen. Jeder trägt ein Panel in sich, das den eigenen Körper perfektioniert. Fast. Eine mörderische Seuche ist ausgebrochen und lediglich eine einzige Person auf der Welt ist fähig, diese aufzuhalten. Katharina oder Katharina Agata, das habe ich bei meinem Neuerscheinungsvideo schon nicht gewusst, wie ich das aussprechen soll. Und Cat ist die Tochter des legendären Gentechnikers Lachlan, das ist auch wieder so ein Name, wo ich nicht weiß, wie ich ihn aussprechen soll. Lachlan Agata, der von einer zwielichtigen Organisation gekidnappt wurde. Seine letzte Bitte an Cat lautet, halte dich versteckt, sie dürfen dich nie kriegen. Als Cole eines Tages aufspürt und ihr mitteilt, dass ihr Vater getötet wurde, scheint alle Hoffnung verloren. Doch Cole ist mehr als nur der Überbringer einer schlechten Nachricht. Er ist der Schlüssel zur Rettung der Menschheit. Gemeinsam kommen die geniale Hackerin Cat und der genetisch veränderte Cole einer Wahrheit näher, die grausamer ist als jeder tödliche Virus. Und ich finde, das klingt richtig, richtig gut und ich freue mich jetzt schon drauf, diese Schätzchen dann anzufangen und zu lesen. Und sorry, ich gucke immer mal hier rüber, weil hier drüben Milo liegt und der schon wieder Figurchen macht. Ja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf Cat und Cole. Und ja, da ist ein Rezi-Exemplar, das werde ich euch dann trotz meines Kürzertretens natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. So, und jetzt kommen wir mal zu meiner Rebuy-Bestellung. Und dafür brauche ich mal mein Messer, glaube ich. Das habe ich mir extra schon hierher gelegt. Oder brauche ich das Messer oder kriege ich das auch irgendwie... Wie geht denn das auf? Ich lege das Messer nochmal weg. Ich kann es euch ja mal zeigen. So sieht das Ganze jetzt aus. Sie haben eine neue Verpackungs... So bin ich unscharf. Jetzt. Die haben eine neue Verpackungsmethode, wie das aussieht. Das sind die Bücher, die ich bestellt habe. Dann stelle ich das mal neben mir hin. Und dann fangen wir mal mit dem hier an in der Mitte. Okay, hier ist so Papier drum gewickelt. Das machen wir mal ab. Das ist eh alles im Müll. Jetzt muss ich mal gucken, welches hier was ist. Da fehlt noch eins. Moment, ich zeige euch alle zusammen, weil die nämlich alle zusammengehören. Und zwar habe ich euch ja letztens den ersten Teil der Green Mountain Serie vorgestellt. Und ich habe mir den zweiten, dritten, vierten, fünften Teil der Green Mountain Serie jetzt bestellt. Ich muss gerade mal gucken, was hier was ist. Wo steht denn das hier? Okay, jetzt haben wir sie in der richtigen Reihenfolge. Und zwar, das hier ist Band 2, Kein Tag ohne dich. Und hier geht es um Nolan Roberts und Hannah Abbott. Hannah ist die Schwester von Will Abbott. Um Will ging es ja im ersten Teil. Und es geht ja in dieser gesamten Reihe um diese Familie Abbott und um die Kinder halt. Die lernen dann halt alle so einen kennen, wie bei der Diamonds for Love-Reihe. Und ja, das ist der zweite Teil. Wie gesagt, da geht es um den
Mechaniker, Nolan, und um Hannah Abbott. Und Hannah ist Witwe und hat ihren Mann verloren und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Klang auf jeden Fall sehr spielversprechend, was man da im ersten Teil schon mitgekriegt hat. Dann haben wir hier den dritten Teil, Mein Herz gehört dir. Hier geht es um Colton Abbott. Colton ist Sirup-Farmer, der stellt Ahornsirup her. Und es geht um Lucy Mulvaney, sie ist die beste Freundin von Cameron, um die es auch im ersten Teil ging. Also von den beiden hat man so ganz am Ende schon so ein ganz kleines bisschen was mitbekommen. Und in diesem Teil geht es um Hunter, genau. Hier geht es um Hunter und wie hieß sie irgendwas mit Megan, genau, sie hieß Megan. Und Hunter ist der Bruder von Hannah und Will und er ist so der Finanzchef der Familie und er ist so ein bisschen kühl und sehr glatt und Anzugträger und hast du nicht gesehen. Und er steht auf Megan, die Bedienung aus dem einen Café, und die steht aber eigentlich auf Will. Und naja, dann geht es halt um die beiden in diesem Teil. Ihr seht, ich habe sehr gut aufgepasst beim Lesen. Ich weiß noch, wer, wie und was und wo. Und ja, dann geht es in diesem Teil, Sehnsucht nach dir, geht es um Ella. Und Ella und Gavin Guthrie, den kenne ich jetzt noch nicht. Und da geht es wohl schon darum, dass sie sich auf der Highschool schon getroffen und geliebt haben. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Jetzt werde ich wieder krass hell. Das ist echt mit der Kamera manchmal merkwürdig. So, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich war. Jetzt habe ich gerade erst mal fix den Hund hier rausgeschmissen, weil er sich die ganze Zeit abgeleckt hat. Und dieses Schmatzgeräusch, das hört man in der Kamera und das macht mich wahnsinnig. Deswegen habe ich ihn jetzt mal kurz vor die Tür gesetzt. Ich wollte euch noch sagen, was die Bücher gekostet haben und wie die aussehen. Also ich habe alle Bücher, die ich bestellt habe, in dem Artikelzustand sehr gut oder wie neu bestellt. Und habe jetzt gerade mal rausgesucht, wie viel was gekostet hat. Also diese Bücher, diese Reihe haben mich gekostet zwischen 3 und 5 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Das hier war nicht das günstigste, das war der dritte Teil. Hier steht leider nicht mehr der Zustand, aber wie gesagt, alle sind wie neu oder sehr gut. Für den zweiten Teil habe ich jetzt hier noch 4,39 Euro bezahlt. Dieses Buch ist in einem Top-Zustand. Es hat keine Leserillen, keine Macken, kein gar nichts. Es ist hier so ein bisschen dreckig an der Seite. Aber ansonsten ist dieses Buch völlig in Ordnung. Also ihr seht es ja auch, es ist hier so überhaupt nichts dran irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Sieht man es hier? Es ist, der Buchrücken ist absolut gerade und auch hier, wie gesagt, ist so ein bisschen Schmutz, aber ansonsten vorne, hinten ist nichts dran. Sieht top aus. Der dritte Teil hat gekostet, das ist der hier, 3,29 Euro. Und auch der hat einen komplett geraden Rücken, ist nicht krumm gelesen und sieht auch wirklich richtig gut aus. Und kann man nichts sagen. Also, wie gesagt, ist nichts dran für 3,29 Euro. Da kann man nicht mehr verlangen. Dann habe ich den vierten Band. Der hat gekostet 4,39 Euro. Das ist der hier. Und auch der ist komplett gerade vom Rücken her. Und es ist auch hier absolut nichts dran. Es ist nur so ein bisschen so Lagerdreck, sag ich mal, hier so. Aber das hat man überall. Ob man da jetzt bei Medibox bestellt oder bei Rebuy, das ist überall gleich mit diesem Lagerdreck. Also auch hier ist nichts dran und auch bei dem Buch ist, bei dem fünften Teil ist alles tutti. Dafür habe ich bezahlt 3,79 Euro. Also wie ihr seht, die waren alle wirklich sehr günstig. Und ja, wie gesagt, auch hier ist so überhaupt nichts dran. Also das ist auch gerade Rücken. Ist alles tippitoppi hier unten. Die Ecken sind so ein bisschen angeschmaucht, aber das ist völlig normal. Das ist ein gelesenes Buch, also ja. Und auch innen sehen die richtig gut aus, also die vier Bücher sind auf jeden Fall top, kann ich nichts sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Zustand jetzt welches Buch war, aber wie neu oder sehr gut auf jeden Fall. Ja, dann haben wir jetzt noch drei andere Bücher, vor denen ich jetzt ein bisschen Angst habe vor den Zuständen. Und zwar habe ich noch bestellt Infiziert von Terry Terry. Ich fand ja Mind Games von Terry Terry so richtig toll und habe ja auch, ich habe da noch irgendwas von Terry Terry. Ach ja, gelöscht habe ich drüben noch liegen, den ersten Teil. Und ich fand Infiziert einmal vom Cover richtig cool und ich fand, das hat sich auch damals mega gut angehört, wo das rausgekommen ist. Und jetzt habe ich es gekauft und ich habe dafür, glaube ich, bezahlt 11,49 Euro. Und der Schutzumschlag ist so ein bisschen angeditscht, ne? Also man sieht, dass der ist hier oben so ein bisschen wahrscheinlich feucht geworden und angewellt. Und in das Buch sieht aber ansonsten gut aus, wenn man den Schutzumschlag mal abmacht.
ist alles tutti, das Lesebändchen ist dran, also es ist auch nicht krumm gelesen oder irgendwas. Und es sieht wirklich richtig gut aus, also kann man sich nicht beschweren. Und ihr wisst, ich bin jetzt nicht die mäkligste Person. Ich finde es furchtbar, wenn die Buchrücken bei Taschenbüchern so richtig krumm gelesen sind, aber dann ist das halt einfach so. Es sind halt Bücher, die gelesen werden und dafür sind sie ja auch da. Ich meine, ich bin selber vorsichtig mit meinen gekauften Büchern und versuche keine Leserin reinzumachen. Aber wenn es passiert, passiert es halt. Man ist davor jetzt nicht unbedingt geschützt, ne? Und ja, also infiziert, 11,49 Euro habe ich bezahlt. Und ich finde, das klingt einfach richtig gut, das Buch. Hier hinten ist der Schutzumschlag so ein bisschen verknickt. Aber wenn man das so macht, dann geht das auch wieder gerade alles gut. Und in infiziert geht es ja um eine Seuche quasi. Ich kann euch ja mal vorlesen, was hinten drauf steht. Kelly wird seit einem Jahr vermisst. Niemand weiß, was inzwischen aus ihr geworden ist. Shay hat das verschwundene Mädchen als letzte gesehen. Die Suche nach Kelly wird sie für immer verändern. Kai will seine Schwester Kelly retten und verliert dabei sein Herz an Shay. Das Schicksal hat alle drei miteinander verbunden. Doch wie tief sie selbst in den dunklen Machenschaften hinter der Entführung verstrickt sind, ahnen sie erst, als die Katastrophe bereits über das ganze Land hineinbricht. Und ich finde, das klingt richtig gut und ich weiß, dass Terry total spannend schreiben kann. Und ja, habe mir deswegen infiziert jetzt noch mitbestellt und freue mich schon darauf, das zu lesen. Der zweite Teil manipuliert ist ja auch schon draußen. Und ja, mal gucken, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch kaufen, wenn das hier gut ist. Jetzt habe ich noch zwei Bücher, die ich bestellt habe. Das eine war so ein spontaner Kaufimpuls. Ich habe dieses Buch gesehen und dachte, ach komm, bestellst du es dir jetzt einfach mal. Und zwar war das Ein ganzes neues Leben. Ich habe damals ein ganzes halbes Jahr als Hörbuch gehört und ich fand das als Hörbuch okay. Hat mich jetzt aber nicht von den Socken gerissen, aber ich finde den Film so mega schön. Ich finde den Film so schön und ich wollte, nachdem ich den Film gesehen habe, wissen, wie es mit Lou weitergeht und habe mir deswegen jetzt das Buch bestellt und ich habe für das Buch bezahlt 3,79 Euro. Also auch kein Preis dafür, dass es auch noch das Hardcover ist, das hatte ich gar nicht gesehen. Und ja, auch das Buch ist in einem Zustand, der ist okay. Also es ist ein bisschen krumm gelesen, wie ihr seht, aber es ist jetzt nicht ultra dramatisch. Und das Lesebändchen ist dran, die Seiten sind drin, also alles tutti. Und der Schutzumschlag ist nur ein bisschen angeschmutzt und auch so ein bisschen eingewellt, also auch nichts Dramatisches. Und ja, für 3,79 Euro finde ich das okay vom Preis her. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier oben ist so ein bisschen, ist der zu scharf? Komm. Manchmal braucht die Kamera ein bisschen. Jetzt. Also seht ihr das, hier oben ist der Schutzumschlag so ein bisschen angeditscht und dreckig. Und das Buch ist halt, wie gesagt, so ein bisschen krumm, aber ansonsten ist alles tutti paletti. Und hier unten sehe ich gerade, ist noch hier unten ist irgendwie wahrscheinlich das Preisschild drauf gewesen, was abgemacht wurde. Da fehlt so ein bisschen der Umschlag, aber auch damit kann ich leben. Für 3,79 Euro statt 20 Euro, also von daher, ja, ist das alles halb so wild. Ich bin gespannt auf Ein ganzes neues Leben. Viele, viele, die Ein ganzes halbes Jahr gelesen haben, fanden ja den zweiten Teil so überhaupt nicht gut. Die fanden jetzt aus dem dritten wieder gut. Und da ich ja den ersten nicht gelesen habe, sondern damals nur gehört als Hörbuch, hoffe ich natürlich, dass mich der zweite Teil jetzt nicht so ganz enttäuschen wird. Ich kann mich auch ehrlich gesagt an das Hörbuch vom ersten Teil damals gar nicht mehr so erinnern. Das ist so lange her. Wie gesagt, es war damals ganz okay, hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Aber wie gesagt, ich fand den Film halt so schön und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und ich möchte wissen, was mit Lou passiert und wer der mysteriöse Fremde ist, der aus Wills Vergangenheit auftaucht. Und ja, deswegen habe ich Ein ganzes neues Leben ganz spontan mitbestellt, als ich es dort gesehen habe bei Rebuy. Ja, so ist das manchmal mit den Spontankäufen. Ja, und das letzte Buch, was ich mir bestellt habe, ist Flawed von Cecilia Ahern. Und ja, ich habe den zweiten Teil Perfect letztes Jahr irgendwann mal für 8 Euro oder so bei Weltbild gekauft und habe mir gedacht, ja, nimm den zweiten Teil jetzt einfach mal mit. Das ist nur eine Dilogie und kaufst du dir den ersten mal irgendwann. Und jetzt hatten sie ihn bei Rebuy, den gab es immer in letzter Zeit nicht. Und bei Medimops war er mir immer so teuer, da kostet er, glaube ich, noch 13 Euro oder so. Und dann war es mir einfach zu teuer. Und ja, heute habe ich auf Avel gesehen, dass sie ihn auch bei Avel haben für 8,99 Euro. Also falls ihr das braucht, das gibt es gerade bei Avel. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir Flawed jetzt gekauft, ich glaube für 9 Euro und ein bisschen was. Wartet mal, lasst mich mal gucken. 9,19 Euro habe ich bezahlt. Und das Buch sieht auch auf den ersten Blick richtig gut aus. Hier ist sogar noch ein Lesezeichen drin von Selection.
Danke an den Verkäufer für das Lesezeichen. ja, also der Schutzumschlag ist in einem richtig guten Zustand. Da ist überhaupt nichts dran. Und sieht richtig gut aus. Und ich gehe auch von aus, dass das Buch richtig gut aussieht, weil... Ja, da ist auch überhaupt nichts dran. Ich weiß gar nicht, ob das Buch überhaupt gelesen wurde. Das biegt sich auch noch so auf wie neu. Ich schätze mal, es wurde vielleicht an dieser Stelle abgebrochen, weil hier auch noch das Lesezeichen drin liegt. Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich jetzt Flofft, Willst du die perfekte Welt von Cecilia Ahern dann auch endlich mal zu Hause und kann es dann mit Perfect zusammen lesen. Und wenn es mir halt nicht gefällt, naja, dann kommt es halt wieder weg. Weil ich wollte ja eigentlich keine kompletten Reihen mehr kaufen, wo ich den ersten Teil noch nicht gelesen habe. Aber manchmal bekommt es einen dann so, man möchte dann diese Reihe gerne vollständig zu Hause haben. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn es einen dann so überkommt und man seine eigenen Vorsätze über den Haufen schmeißt, naja, ich glaube, ihr könnt mich da schon so ein bisschen verstehen. Ja, meine Kamera stellt mich immer unscharf. Ich hoffe, ich war zwischendurch nicht allzu oft zu unscharf. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Das war mein Unpacking von Rebuy und Cat Cole. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Und das war jetzt das letzte Video, wo ihr 3 Videos die Woche bekommen habt. Obwohl das von Donnerstag ja eigentlich auch schon nicht richtig zählt, weil es war ja nur so ein Blabla-Video. Aber ja, wir sehen uns jetzt erst nächsten Sonntag wieder. Und ich glaube, das wird für mich jetzt eine ganz komische Zeit werden, nicht mehr 3 Videos die Woche hochzuladen, sondern nur noch 1. Aber es wird auch bestimmt eine entspannte Zeit. Und ja, bevor ich jetzt hier noch 150.000 Mal unscharf werde, beende ich das Video jetzt einfach mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, wie immer, fürs Gucken. Ich wünsche euch einen guten Start in die nächste Woche. Und ich sage mal, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.